Was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Five Nights at Freddy's 4. In der letzten Folge haben wir es probiert, ist aber leider kein Erfolg daraus geworden. Aber diesmal habe ich mir ein bisschen was durchgelesen und ich hoffe, dass das gestimmt hat. Und zwar, falls jemand da stehen sollte, sollten wir nicht dann Tür aufmachen und leuchten, sondern dann sofort zur anderen Tür rennen oder so. Ja, und diese Viecher hier auf dem Bett sollen wir ebenfalls verscheuchen. So, viel Spaß beim Video, weil ich muss mich jetzt hier ein bisschen konzentrieren. Ladegerät anschließen. Ja, ist mir jetzt mal egal. Nutze ich kurz den Moment. Ladegerät, Ladegerät, wo ist es? Ah, hier. Boah, ich höre Schritte. Ich höre Schritte. Alter, hat mich der gerade erschrocken. Ich kann nicht mehr reden vor dem Schreck. Boah, hat der mich jetzt erschrocken. Mein Herz. Boah, Digga. Ich kann mein Herz voll spüren. Es geht so bum, 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 bum. Boah, dieses Spiel. Dieses Spiel ist brutal. Sehr brutal. Noch ein Versuch. Boah, Alter, wo? Ich höre jetzt schon Schritte. Ich höre jetzt schon Schritte. Warte mal. Bett. Bett, Bett. So. Schön langsam kriege ich Schiss vor dem Spiel. Alter! Verpiss dich, verpiss dich. Egal wer du bist, egal wer du bist, du sollst weggehen. Ich hab keinen Bock auf dich. Du sollst dich auch. Geh weg. Geh weg, bitte. Geh weg, geh weg, geh weg. Da war gerade was hier. Oh Gott, wer bist du? Oh mein Gott. Alles klar. Alles klar. Ist keiner. Schnell hier zur Tür.
Das war ein Atemgeräusch. Und diesmal machen wir nicht den Fehler und machen die Taschenlampe, sondern wir gehen sofort zurück. Ja, hier ist einer. Warum flackert die Taschenlampe so? Boah, Alter, warum? Och Mensch. Okay, Leute. Ich habe wieder mal. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge Five Nights at Freddy's 4. Danke fürs Ansehen und ciao.